Ja, wunderschönen guten Tag an alle Webinarteilnehmer. Mein Name ist Wolfgang Bender. Und ja, ich begrüße euch recht herzlich hier zum Live-Trading und zur Börseneröffnung mit dem Dirk. Bevor wir starten und ich das Wort an den Dirk übergebe, noch kurz die Risikohinweise. Wie immer sprechen wir keine Handelsempfehlung aus. Das Webinar dient nur zu Schulungszwecken und die Meinung des Referenten muss nicht der von der Fix Flat entsprechen. Insofern übergebe ich jetzt das Wort an den Dirk. Da auch noch den Ton und dann haben wir es. Und damit sage ich Hallo und herzlich willkommen zum Live-Trading heute mit unserem Stargast, dem Wolfgang von FX Flat, der das Ganze hier mit uns zusammen macht, beziehungsweise für FX Flat präsentiert. US-Eröffnung, NYSE Opening heißt das Motto und wir versuchen wie immer dann halt hier so ein paar Punkte irgendwo aus dem Markt rauszuschneiden, nachdem ich mich gerade hingesetzt habe, wie man gerade gesehen hat. So, mein lieber Wolfgang, du darfst natürlich auch noch was sagen, sofern ich dich hier finde, aber versuch's mal. Dann gerne noch ein ja, Hallo von deiner Seite in die Runde. Bin ich zu hören? Bin ich zu hören? Dirk, bin ich zu hören? Ich glaube ja. Ja, sieht gut aus. Ja, okay. Ja, auch von meiner Seite nochmal jetzt an alle Webinar-Teilnehmer ein herzliches Willkommen. Ja, Dirk, ich will mich auch gar nicht lange aufhalten. Du hast bestimmt mehr zu erzählen wie ich. Du hast aber bestimmt mehr zu erzählen wie ich. Insofern wünsche ich allen viel Spaß und ja, wie gesagt, was ich eben auch schon den anderen Kollegen gesagt habe, das Webinar dient nur zu Schulungszwecken. Die Meinung des Referenten muss nicht der mit FX Flat übereinstimmen und ja, wir sprechen keine Handelsempfehlung aus. Dirk? Ja, das stand hier auch schon. Das haben wir, glaube ich, geklärt. Das sage ich ja auch jeden Tag. Ne? Ich meine, das ist ja halt auch irgendwie klar. Das ist auch nicht nur eine Floskel. Ich meine, gerade im Live-Trading, da neigt man dazu, oh, der Hilger hat geklickt, dann klicke ich halt eben auch. Das ist halt natürlich immer ein bisschen schwierig. Es kann natürlich gut gehen, es kann aber auch daneben gehen, weil ich ja auch logischerweise keine Glaskugel habe. So, aber trotzdem sage ich an der Stelle natürlich dann, also nochmal Hallo vor allen Dingen, ich wollte gerade sagen, vor allem an die, die live dabei sind. Nee, sind ja eigentlich alle live dabei. Es ist ja ein Live-Event, nicht wie irgendwie abends, wo ich immer den Livestream mache. Da werden die immer nochmal separat begrüßt. Und das heißt, ihr dürft natürlich sehr, sehr gerne hier in die Kommentare reinschreiben, sei es bei YouTube in die Kommentare oder eben bei GoToWebinar. Das Ganze läuft ja parallel. Ich weiß nicht, sind wir auf Twitch irgendwie auch? Ist der Andreas irgendwie hier am Start? Weiß ich nämlich jetzt gar nicht, weil das kommt ja auch immer wieder mal vor, dass wir dort dann eben auch noch gestreamt werden. Gut, also den DAO wollen wir machen. Ne? Der hat sich heute Morgen so ein bisschen, erstmal, ich will es anstrengend, will ich es noch nicht mal nennen. Ich gehe gleich mal rüber aufs Bild. Herausfordernd, aber eigentlich relativ okay dargestellt und zieht jetzt irgendwie auch gerade schon nach oben. Und das ist ja auch eigentlich so die Richtung, die ich halt haben wollte und die ich ja auch im Stream beschrieben habe. Ich habe nur gemeint gestern so, das hier wäre so das Netteste, ja, wenn er irgendwie hier einen kurzen Rücksetzer hinmacht an die 438 und dann halt eben raufzieht. Aber okay, dann hat er es halt ein bisschen übertrieben. Ich habe hier unten dann im Live-Chart dann später das grüne Support-Level nachgezogen, weil ich davon ausgegangen bin, dass es dort dann halt eben dreht und hat einfach nur ein bisschen tiefer. Aber generell war ja die Devise, solange wir über dem Vortagestief sind, ist irgendwie alles fein. Der DAX ist da so ein bisschen schweinischer gelaufen, finde ich halt. Ne? Der hat nämlich mal eben unter das Tagestief und zieht es trotzdem wieder rauf. Aber okay, ist dem Weekly geschuldet, das passt schon. Und ein DAO bleiben wir jetzt erstmal, oder würde ich jetzt mal erst in diesem Bild hier bleiben. Ich weiß nicht, wie ihr das seht oder was ihr für einen Ansatz für heute habt. Ihr könnt es ja gerne mal in die Kommentare reinschreiben, ob eher rauf oder eher runter, was der Markt denn wohl machen soll. Von meiner Seite, ich habe es ja so beschrieben, wiederhole ich auch nochmal ganz kurz. Wir hatten halt hier kommend vom Donnerstag, war das hier unten, dort den ersten Versuch einer Trendumkehr nach Long. Habe dann für den Freitag auch Long ausgerufen, also spätestens über dem Vortageshoch. Hat der DAO dann auch gemacht, hat hier den Long-Trend dann quasi etabliert oder den Trendbruch von Short etabliert. Ich habe jetzt hier keine, also rein markttechnisch, ne, ich habe jetzt zwar hier keine Zickzack-Pfeile drin, wo man das halt sehen kann, aber spielt jetzt erstmal keine Rolle. Hat das Ding nach oben aufgelöst, gestern sollte er runter in die Korrektur, hat er dann auch gemacht, bis hier unten ans Maximum. Da hat er aber auch ein bisschen übertrieben, da musste ich auch nochmal nachlegen im Live-Chart und habe dann heute gesagt, nachdem der Markt dann ja so hier oben geschlossen ist in dieser Range, da war ja die Maßgabe dieses Framing, also dieser Außenstab. Es fliegt hier keine Ahnung was vorbei.
ich hoffe, man hört es nicht allzu deutlich, dieses Framing, das ist laut, dieses Framing hier, dass er da halt schon lange irgendwie drin rumschieben darf, hat er dann auch gemacht, noch ein kleines dran gesetzt und dann aber hier kurz das Framing mal umgedreht. Aber generell, wir stehen also über dem Vortagestief, was er hier gewesen ist, haben jetzt hier unten reagiert und haben jetzt auch gerade wieder eine Aufwärtstendenz. Und an die würde ich mich auch sehr gerne dranhängen, weil ich halt schon der Meinung bin, der kann nochmal irgendwie ganz nach oben ziehen. Gut, das wird er jetzt wahrscheinlich nicht irgendwie 1530 machen. Auf der anderen Seite, man weiß es nie. Und vor allen Dingen weiß man halt nie, ob der Markt nicht irgendwie so eine Bewegung erst ganz zum Schluss des Tages macht, wenn er sie denn macht. Das sind immer ganz schön viele Wenns und Abers. Das ist halt schon klar, aber so ist es halt einfach mit dem Trading. Aber generell, was ich halt hier sehe, ist einfach auch nochmal so eine Divergenz einfach im SMA 20. Das ist ja für mich immer der Richtungsgeber schlechthin. Und wo man halt gerade gesehen hat, ne, wir haben hier so eine kurzfristige Tendenz runter und der dreht sich aber nach oben und da folgt der Kurs aber jetzt gerade schon. Ne? Das heißt, hier klafft es so ein bisschen auseinander und drückt den jetzt aber nach oben. Das heißt, ausgehend davon, dass die Stunde jetzt auch in irgendeiner Form da oben enden wird, dürften wir da auch nochmal relativ dick long hinterher kriegen. Außer er scheitert jetzt hier, warum auch immer, an der 538, beziehungsweise die ist es dann an der Stelle eigentlich nicht genau, sondern wir haben da oben so ein paar Supports von Overnight eigentlich hauptsächlich. Ja, ob die jetzt relevant sind, man weiß es nicht. Gut, der Future ist da gehandelt worden. Das heißt, das wäre jetzt dann erstmal so die Knautschzone, wo es dann ein bisschen eng wird, aber dann vermutlich auch irgendwie erste Anlaufstelle hier in dem Bereich. Ne? Also oberhalb der 538. Ich bin irgendwie heute ein bisschen müde. Es klappt irgendwie nicht so mit dem Reden, aber ich versuche es dann mal ein bisschen langsamer. Kommentare, gucke ich gerade mal, der Victor schreibt 16 Uhr, Jolts oder wie man das auch immer ausspricht, JOLTS, Stellenangebote. Ich glaube nicht, dass das so wahnsinnig relevant ist, ne? Dass das so großartig da auch irgendwie da reinfunkt. Glaube ich eher mal so nicht dran. Aber okay, das ist eh 16 Uhr, da ist noch ein bisschen bis hin und von daher haben wir jetzt erstmal nur das, was wir jetzt halt hier sehen. Und hier würde ich schon versuchen, also weil das halt hier so auseinanderklafft, ne, ich sage, nehmt irgendwie einen kleineren SMA, das kann irgendwie 8, 12 oder 10 sein, das spielt überhaupt keine Rolle und dann halt SMA 20 und dann sieht man halt hier so, die kurzfristige Tendenz ist noch runter. Das heißt, der könnte hier unten schon nochmal ansetzen, eine Runde, also jetzt hier auch ein neues Stundentief machen, sich irgendwo in die Richtung von der 438 hangeln und dann nochmal raufziehen. Wenn es blöd läuft, läuft es direkt rauf, weil blöd deswegen, weil ich will ja versuchen, hier in irgendeiner Form reinzukommen und nur darum geht es ja. Und wenn jetzt halt hier schon um irgendwie 15.30 Uhr da schon dann da oben steht, dann ist echt so die Frage, okay, wo setzt man denn dann an? Weil dann kann es natürlich anstrengend werden. Deswegen würde ich da jetzt mal gucken, ob wir hier auf der Unterseite, was heißt wir, ne? Ich, also ich darf ja keine Empfehlung geben, aber trotzdem sage ich wir, weil wir gucken uns das ja an. Bitte nicht falsch verstehen. Und wo man denn da jetzt irgendwie reinkommt. Das wäre jetzt zumindest mal so mein Ansatz. Man könnte jetzt natürlich hier wieder versuchen, mit Fibus irgendwie ranzugehen. Weiß ich nicht, ob das so wahnsinnig sinnvoll ist. Ich bin da immer nur so bedingt ein Freund davon, um das Bild oder so ein bisschen sortieren. Ja, okay, ne? Aber wenn das Bild nicht fertig ist, bringt das halt in der Regel auch nicht so wahnsinnig viel, weil was sehen wir jetzt hier irgendwie? Mehr oder weniger nichts. Ich war vorhin auch schon mal eine Runde long, bin aber hier rausgegangen dann und hatte ich auch einfach keine Lust mehr. Ist zwar noch ein bisschen weitergelaufen, aber war dann für mich auch okay, weil ich habe den Morgen erstmal mit ein paar Longs irgendwie gestartet, die zu früh waren und die haben mich was gekostet. Und dann habe ich hier nochmal einen gehabt, der hat es dann rausgerissen. Da habe ich gesagt, gut, reicht jetzt, Mittagspause, Feierabend, dann mache ich heute Nachmittag weiter. So, das heißt, hier unten ist jetzt Point of Control. Ich habe ja wie immer... Wer jetzt halt hier zum ersten Mal dabei ist, wird sich da vielleicht wundern. Und ich hoffe ja immer, dass es noch welche gibt, die zum ersten Mal da sind. Was das denn hier ist oder warum hier oder wo das Volumen herkommt, ob ich hier Future handle oder CFD. Das ist tatsächlich CFD, aber dahinter ist der Future gemappt. Und deswegen habe ich dann halt hier eben auch zum Beispiel ein Orderbuch. Ne? Und das ist halt vom Future quasi rüber kopiert in Echtzeit. Der Stereo Trader macht das und auch genauso das Volumen. Ist dann eben auch hier aus dem Future gerechnet. Und da sehe ich jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt mal hier beim Volumen bleibt, ich bin hier im M2, Point of Control, hier ziemlich genau da, wo ich vorhin auch meinen Exit markiert hatte oder meinen Trigger quasi für den Exit, relativ genau dort, wo die gelbe Linie ist, ist jetzt auch der Point of Control. Ne, sieht man ja hier, dort waren jetzt erstmal die
am meisten gehandelten Kontrakte. Das dürfte wohl der Punkt sein, der als erstes angelaufen wird, wenn es irgendwie die Kasse aufmacht, dort mal ansetzen. Hier unten kommt der VWAP noch dagegen, das wäre auch nochmal so ein Kandidat. Aber generell hier die 438, hier von der rechten Seite, das ist jetzt genau das, was ich vorhin gezeigt habe, im großen Bild. Hier unten drunter bis zur 405, ne, die ist natürlich nochmal ein paar Meter tiefer. Dort sollte er dann für meine Begriffe dann aber spätestens irgendwo drehen. Ist natürlich jetzt die Frage, macht man das an einer Stelle mit einer Position oder wie ich es jetzt hier gezeigt habe, mit verteilten Positionen? Das ist irgendwie immer so ein bisschen die ja so Geschmackssache, ne? Und weil klar, Risiko wird natürlich größer, je mehr ich da halt unten verteile, weil ich weiß ja nicht, ob er nicht doch noch irgendwie ein neues Tagestief macht. Fände ich natürlich ziemlich mies vom Dow, wenn er das macht, aber das ist dem Dow im Zweifelsfall natürlich auch egal, ne, was ich irgendwie davon halte. Und mir bleibt da nichts anderes übrig, als mich darauf einzustellen. Ich sag mal, ich würde so eine Nummer machen, irgendwie mit einer überschaubaren Positionsgröße und dann wahrscheinlich auch nur irgendwie die ersten zwei und dann mich lieber ausstocken lassen und dann halt nochmal reingehen. Aber ich sehe halt momentan jetzt erstmal eine Long-Tendenz, aber noch keinen Trend. Man sieht hier oben an den beiden Highs vor allen Dingen, ne, diese hier, der da und der da, ich hoffe, man kann das erkennen, dass dort jetzt erstmal nur das Hoch erreicht wurde. Das heißt, kann natürlich jetzt auch genauso gut Schluss sein. Das heißt, so wirklich long ist da jetzt hier im kleinen Timeframe erstmal noch nicht so wirklich, ne, sondern er versucht ja halt, hier diesen Trend umzukehren und stößt sich da jetzt oben erstmal den Kopf. So, wenn man jetzt mal trotzdem die Fibos anlegen möchte, um dann vielleicht noch ein bisschen zusätzlich Input zu haben oder mal zu gucken, okay, wo der sich denn da halt überhaupt wie aufhält, da sieht man, wir haben den Point of Control jetzt eben auch hier bei der 38,2. Das heißt, der würde schon von daher Sinn machen, der VWAP jetzt nicht unbedingt, weil der liegt bei der 50. Und dann wahrscheinlich eher hier unten nochmal. Ich glaube aber, das ist so eine Nummer, die kann man machen und aber auch nicht unbedingt bedingungslos. Ich gehe davon aus, was ja ganz oft der Fall ist, dass die Kasse erstmal ein bisschen kräftig hin und her wackelt und erstmal nicht wirklich die Richtung einschlägt. Hier oben ist der Kasserschluss von gestern. Das heißt, das wäre natürlich dann auch erstmal ein plausibles Target, jetzt erstmal hier im kleinen Timeframe. Und von der Zielsetzung wäre es jetzt für mich hier in dem Bild so, dass ich nur versuche, während der Kassaeröffnung irgendwas mitzubekommen. Ja, also gerne irgendwie 40, 50 Punkte. Positionsgröße jetzt erstmal nicht so wichtig dafür, aber das wäre jetzt erstmal so das, was ich mir hier als Ziel setze. Ziel ist jetzt nicht, irgendwie eine Position aufzubauen, die dann heute Abend irgendwo auflöst. Das kann natürlich passieren, ja, wenn man irgendwie zu oft die falschen Entscheidungen trifft und dann halt eine Position hat, wo man dann erkennt, ja, der könnte eigentlich noch das und das, ach ja, ich lass mal irgendwie drin, zieh mal den Stop ein bisschen weiter, nehme Risiko raus, skaliere das Ding. Sowas kann passieren, ist aber jetzt erstmal nicht der Plan. Ne? Und deswegen mein Plan ist jetzt erstmal hier nur versuchen, in irgendeiner Form da halt reinzukommen und dann halt einen Schwung nach oben mitzubekommen, weil ich schon davon ausgehe, dass wir mit dieser Stunde, also mit der laufenden Stunde nochmal irgendeine Art von Schwung nach oben kriegen und wenn es dann eben nur zurück ist an die Kasseeröffnung selbst, die wahrscheinlich jetzt irgendwo hier in dem Segment sein dürfte. Ne? Eine Minute haben wir noch, aber okay, gucken wir uns das gleich an, geht ja irgendwie gleich los, aber das wäre jetzt für mich auch hier, ich bin jetzt ein bisschen drunter gegangen, hier mit dem VWAP zusammen, so ein Abpraller, das ist dann zwar die Nee, es ist die 38,5, okay, 38,2 würde es, ja nee, Quatsch, die 61er wäre das sogar. Das wäre natürlich noch besser. Ne? Also hier so ein Rücksprung dahin, wir hätten auch hier den R1, den S1, das ist ein Pivot gerechnet auf die Stunde, würde auch dazu passen. Und da würde ich jetzt erstmal gucken, ob wir dort direkt irgendwie einen Abpraller irgendwie kriegen. So, 3 Punkte Limit Pullback, das heißt, wenn der Markt also durchschießt, wäre ich trotzdem, werde ich nicht direkt ausgestoppt, sondern halt ein bisschen besser gefillt. Ne? So, mal gucken. Der erste Rutscher dürfte nach unten gehen. So, jetzt muss man sich hier trotzdem so ein bisschen sortieren. M15, M5, M15 zeigt nach unten, das ist erstmal gar nicht gut. Für mal eben long und wird dann wohl eher halt ein bisschen länger dauern und sich dann halt bis mindestens Ende der
Stunde dann halt hinziehen. Mal gucken, der ist möglicherweise sogar ein bisschen knapp hier gesetzt. Aber mal gucken. Noch ist es ja alles recht verhalten. Ne, sind auf der 438. Wenn der jetzt nicht gefüllt wird, nehme ich den manuell. Okay. Manuell erstmal genommen. Mal gucken, wir jetzt zumindest mal die erste Reaktion dann nach oben kriegen. Ne, Stop ist jetzt erstmal recht weit weg. Also für 10 Punkte hat es gerade schon gereicht. Ist irgendwie ein bisschen klein, glaube ich, alles. Ne? Machen wir hier eine Ecke größer. Ich habe ja noch den M5 für die Übersicht. Ja, also ich würde versuchen, jetzt hier mich einzuskalieren. Also bis irgendwie da runter. Deswegen verziehe ich auch hier den Stop. Ne, weil Positionsgröße, also nur zum Vergleich, mit der ich da vorhin den Long gemacht habe, das waren zwischen 25 und 15 Kontrakten. Deswegen ist das jetzt hier nichts, was wehtut. Ne? Aber ohnehin. Also hier M2 jetzt erstmal. Ne, ich gehe immer davon aus, dass die ersten Minuten nicht wahnsinnig aussagekräftig sind, sondern der Markt da hat erstmal sich so in diverse Richtungen lapidar ausgedrückt, so ein bisschen auskotzt, um sich dann halt irgendwie nochmal dann später neu zu sortieren. Also zumindest ist es recht selten, dass halt irgendwie um 15:30 Uhr direkt die Richtung eingeschlagen wird und dann halt nichts mehr kommt. Und ich sehe halt jetzt hier die Supports. Ne, ich habe ja gesagt, ich versuche mich. Hier, das ist ja genau das Segment, wo ich ja hin wollte, wo ich rein wollte. Und deswegen versuche ich mich da jetzt natürlich auch erstmal irgendwo einzukaufen. Ne? Auch hier jetzt irgendwie mit so ein paar Positionen ist trotzdem nicht gesagt, dass das aufgeht, ist klar. Was ich hier im Auge habe, ist auch jetzt zum Beispiel SMA20, MM15, das ist ja so die kurzfristige Tendenz. Wir haben hier die Extension vom M15. Moment, noch eine brauche ich jetzt hier erstmal nicht unbedingt, sondern lasse dem hier unten mal so ein bisschen Luft und hoffe, dass wir jetzt halt hier dann Gegenwehr da nochmal kriegen und wir nochmal in Richtung Anfang ziehen und dann mal gucken, ob wir die Stunde nicht nochmal dahin auflösen, wo die letzte eben gelaufen ist. Ne? So, die Gegenwehr ist erstmal so ein bisschen da. Nur hier ist die Stunde und der Plan ist natürlich jetzt Richtung SMA20, der sich nach oben biegt, da halt in irgendeiner Form mitzukommen. Hier nochmal der VWAP. Könnte jetzt auch sagen, gut, ich nehme nochmal eine raus, aber ich lasse das erstmal. Jetzt sind wir wieder bei der Eröffnung. So, da nehme ich jetzt mal einen raus. Muss das hier nicht irgendwie jetzt hier ausreizen und recht haben wollen, weil ja eben auch, wie ich ja auch gerade gesagt habe, ich gehe immer davon aus, dass die erste Bewegung nicht unbedingt immer direkt schon richtungsweisend ist. Aber genauso gut kann es sein, dass der jetzt hier nochmal irgendwie Anlauf nimmt und dann doch unten rausgeht. Und da muss ich jetzt nicht den netten Entry, den ich da unten gehabt habe, komplett irgendwie ins Risiko laufen lassen. Ne? Ich würde schon versuchen, also hier, ne, einmal auf die Oberseite zu kommen mit dem Schluss von den 15 Minuten. Mal gucken, ob das gelingt. Ich glaube nicht, dass der am Stück jetzt hier nach oben durchzieht. Da habe ich irgendwie so ein bisschen meine Zweifel dran. Mit bisschen Glück, und das gehört ja auch dazu, kriegen wir aber zumindest irgendwie das Value Area High. Ja, also das ist die Value Area, ist ja einfach nur dort, wo 70% des Volumens gehandelt werden, ne, wurden bisher, ne, im Laufe des Tages im Future. So, mal gucken, ob wir jetzt halt hier, ne, was für mich natürlich auch logischerweise ganz klar maßgeblich ist, sind die beiden Levels hier, 405, 438 aus dem Live-Chart kommend, weil ich ja eben auch gesehen habe, dass die heute schon mehrfach ja auch vom Markt sauber beachtet wurde. Und deswegen gehe ich da auch mehr oder weniger blind dagegen. Also es ist nicht wirklich blind, ne, aber hier kam ja auch gerade die berechtigte Frage, warum warte ich nicht die ersten Minuten im Markt ab? Weil ich das in der Regel nicht brauche. Also ganz einfach, ne? Und vor allen Dingen, er hat ja schon eine Richtung. Im H1 hat er eine Richtung. Und es ist ja nicht nur die Kasse, die den Markt macht, sondern der Future. Und der Future hat das ja eben schon vorgegeben. Und von daher habe ich ja, ich starte ja hier nicht bei Null. Ne? Also wenn man jetzt irgendwie nur den Kassamarkt hat, dann startet man natürlich bei Null. Aber das ist ja hier nicht der Fall. Und deswegen macht es für meine Begriffe auch durchaus Sinn, dann halt auch recht früh daran zu gehen und dann erstmal die auf der, ich will es gar nicht Vermutung nennen, ja, aber auf der Indikation basierend, die ich mir hier baue, da halt direkt mal ein paar Punkte halt möglichst mitzubekommen. So, ich habe gesagt, 50 Punkte, 40, 50 Punkte, die hätten wir hier schon.
Und nach irgendwie 5 Minuten und mal gucken. Wie gesagt, ich gehe davon aus, weil wir jetzt halt hier durch den Point of Control, weil wir da unten jetzt auch erstmal gedreht sind, dass wir jetzt zumindest mal irgendwie in Richtung Anfang der Stunde laufen. Das wäre dann hier oben auch die Value Area. Ne? Dass wir da jetzt einmal durchstechen oder zumindest die mal halt irgendwie anstechen. Das ist schon recht plausibel. So, Break-Even hat gerade irgendwie nachgezogen, aber da oben ist wahrscheinlich jetzt erstmal Schluss. Gucken, 10 Sekunden haben wir noch mit der 2-Minuten-Kerze. Trail ist drin, aber wahrscheinlich kommt jetzt erstmal nicht mehr viel. Okay. Gut, so, das war doch schon mal irgendwie ganz okay für den ersten Start hier. Boah, ne? Da kann man jetzt, glaube ich, irgendwie nicht so wirklich meckern, ne? Mit wirklich kleiner Position, aber saubere Bewegung, fast 100 Punkte rauf. Jetzt erstmal so als erstes Ding da halt. Ne? Und das war ja jetzt hier, wie viele Punkte waren das? 86 Punkte gerechnet auf die erste Position. So, Wolfgang, können Feierabend machen. Ziel erreicht. Gut. Ne? Aber hier, Dubai Capital, du hast ja, ich glaube, dann ist es jetzt auch beantwortet, ne? Aber klar, ne, es hat halt jeder seinen Stil, aber ich gehe halt immer da, oder ich gucke ja halt auch bei meinen Ausblicken ja immer drauf, so wer hat den Markt gemacht, ne? Die Kasse der Future, auch jetzt zum Beispiel, wenn es um Levels geht, die dann halt irgendwann irgendwo nochmal erreicht werden soll. Und jetzt bin ich kurz aus dem Rezept, jetzt habe ich den Faden verloren. Echt, wo ist er hin? Der Faden ist weg. Keine Ahnung, wie habe ich den Satz gerade angefangen? Ich bin gerade echt raus. Ich sollte nicht irgendwie nebenbei Kommentare lesen und reden. Das geht und dann noch traden. Das ist irgendwie da, ja, werden unterwegs dann so ein paar Gehirnzellen irgendwie, die gehen da verloren. So ein paar Synapsen werden dann halt irgendwie in die Tonne gekloppt. Gut, okay. Also das war jetzt erstmal die erste Tendenz, ne? So das erste, weil nichts anderes hat der Markt jetzt gemacht, als ich hier. Ich zeige das ja noch mal. Als ich jetzt hier im Future da dran zu klemmen. Ne? Das war das, was der Future vorgeliefert hat, auch jetzt hier schon in der letzten Stunde. Das war völlig plausibel, das war so ein bisschen abzusehen. Hier kommend von der Divergenz, die wir halt hier auch haben, die auf der einen Seite bis nach unten zeigt, im Kurzfrist, im Mittelfrist aber nach oben. Und deswegen durfte der auch hier unten hin. Deswegen habe ich es vorhin ja auch beschrieben, hier unten als den Bereich 438, 435 und dann halt eben nochmal jetzt hier nur nochmal ansetzend an der Tendenz, die der Future vorher gemacht hat. Ob der jetzt da oben rausgeht, weiß ich nicht. Finde ich aber auch zu früh, 15:38 Uhr, irgendwie gerade mal so 8 Minuten jetzt der Markt auf. Habe ja auch vorhin schon gesagt, ich glaube nicht, dass der an einem Stück da oben durchläuft. Ne? Und von daher sind wir jetzt, glaube ich, irgendwie ganz gut rausgekommen aus der Nummer. Und recht genau am High sogar, ne? Weil er halt einfach Zeit hat, weil es mir natürlich hier auch auffällt, das habe ich ja ganz am Anfang ja auch genannt, ist nämlich eben der M15, der hier erstmal kurz das Framing umdreht und das spricht jetzt nicht für Long, also nicht für direkt Long oben raus, sondern dann eher nach 15:45 Uhr, weil das muss er erstmal wieder gedreht kriegen. Und das ist auch mit dem Grund, warum ich dann sage, ja gut, hier, ne, Value Area High ist auf der einen Seite das Argument, dass dort oben eben die Luft ausgegangen ist im Future eben schon. Dann haben wir hier den M15, den Anfang von der Abwärtsbewegung, die das vorhin umgedreht hat, wo also der Future-Markt der Meinung war, der Markt muss wieder runter. Das wäre so der zweite Grund. Und deswegen fand ich den Exit jetzt erstmal auch soweit plausibel. Kann natürlich jetzt trotzdem sein, es kommt auch schon mal vor, dass so ein Framing direkt wieder umgedreht wird, wäre möglich. Aber wenn man dann nochmal rein will, gibt es wahrscheinlich aber dann dennoch nochmal irgendwo einen besseren Entry. Man muss nicht unbedingt dann halt hier dann sich da irgendwie unnötig tief ausstoppen lassen oder so. Ne? Weil der hätte ja auch genauso gut hier nochmal auf Anfang gehen können und dann halt damit nochmal irgendwie 50 Punkte Rücklauf muss man ja nicht unbedingt machen. Finde ich gut. So, ich gucke mal eben über die Kommentare drüber. Also ich würde schon gucken, dass wir irgendwie bis 16 Uhr noch einen Trade hier bekommen. Wobei, ne, da ist dann immer die Frage, ich meine, ist das dann jetzt irgendwie Entertainment oder ist das dann die Gier, ne? Oder bei beides ist ja eigentlich irgendwie nicht gut. Es soll ja kein Entertainment-Kanal hier werden, sondern irgendwie Trading und das, was ich als Ziel genannt habe, ist ja schon erreicht, ne, innerhalb der ersten 8 Minuten. 40, 50 Punkte wollte ich haben, 86 sind es geworden. Ne, selbst wenn man das jetzt auf zwei Positionen aufteilt, sind es immer noch irgendwie 40 Punkte. Von daher muss man nicht unbedingt
da jetzt auch auf Biegen und Brechen noch was nehmen. Ich sehe aber auf der anderen Seite hier ganz klar der H1, der mich anlacht, ja, der mir sagt, ich will da rauf, ja. Und das kann schon noch irgendwie ein bisschen deutlicher dann auch werden von der Bewegung. Und was uns dann halt in der letzten Viertelstunde dann möglicherweise erwartet. Ne? Deswegen wäre ich da schon ein Freund davon zu versuchen, nochmal irgendwo reinzugehen. Vielleicht dann einfach eine Nummer kleiner von der Positionsgröße, weil ich meine, so wenig ist das jetzt auch nicht, was hier steht, ne? 395 Euro. Auch wenn die Positionen klein waren, dafür war die Strecke aber halt recht heftig. Ne? Also mit irgendwie 100 Punkten dann immerhin. In 8 Minuten, das ist nicht so wenig. Okay. Aber wir gucken, ich warte jetzt mal zumindest hier 15:45 ab und gucken uns erstmal an, wie das schließt. Weil H1 unverändert, was aber auch eben auffällt, ja, ist das hier, die Glatze, die wir hier gehabt haben. Die ist jetzt erstmal erledigt. Also das ist ja so, ich nenne es mal Glatzkerze, ist aber nicht meine Erfindung, der Begriff, sondern ein Kumpel von mir. Und womit er aber recht hat, immer wieder, wenn man sieht, wenn so eine Kerze irgendwie so ohne Docht, ne, einfach darunter geht, dann wird dieser Docht meistens nachgeholt in irgendeiner Form und zwar relativ schnell. Und das haben wir jetzt halt hier gemacht und deswegen auch deswegen war es plausibel, dass der nochmal da oben hinläuft, aber nicht nur deswegen, aber hat hier so ein bisschen reingespielt ins ganze Bild. So, heißt aber auch auf der anderen Seite, diese, das war schon natürlich massiv, das war eine zeitgesteuerte Order, die hier gelaufen ist, eine zeitgesteuerte Iceberg wahrscheinlich, die irgendwie um Punkt da losgestartet ist und den Markt runtergedrückt hat. Und die gilt es natürlich jetzt auch erstmal zu erlegen, beziehungsweise im Schlusskurs zu überbieten. Ne? Und das wäre dann halt eben hier die 18.500 beziehungsweise 505. Damit eben auch hier recht genau der SMA 20. Und das dürfte wohl die Aufgabe jetzt von der Stunde sein. Also ich sage mal Aufgabe. Ich gehe halt immer davon aus, dass das irgendwelche Algos sind und die halt für meine Begriffe, ich meine, ich gucke mir das ja auch schon irgendwie ein paar Jahre länger an, durchaus zeitgesteuert sind. Ich weiß, da gehen die Meinungen auseinander. Das ist aber eben meine Auffassung, dass es so ist. Und da bleibe ich halt auch dabei, weil es sich immer wieder in irgendeiner Form bestätigt. Und deswegen gehe ich davon aus, die Aufgabe, es steht jetzt eigentlich nur darin, hier drüber zu schließen, über der 505 bis 16 Uhr. Und da kann man jetzt sagen, ja, wir stehen ja schon irgendwie 20 Punkte höher und drückt doch darauf. Ja, ja, kann sein, ne? Aber kann dann eben auch sein, selbst wenn der hier oben danach erschließt, dass er dann dorthin erstmal wieder zurückkommt um 16 Uhr. Das kann genauso gut passieren. Und deswegen ist das für mich jetzt hier direkt nicht unbedingt so das Level, wo ich sage, ja, da gehe ich irgendwie ganz entspannt nochmal rein. Was auch auffällt, ist zwar jetzt nur in Anführungszeichen vom Future, aber der hat bis heute aber jetzt den Markt nun mal gemacht, ist eben hier die Extension. Extension ist das Framing, die Framing Extension nach oben. Das ist halt so, ich nenne es jetzt mal hier die gesunde Ausdehnung vom H1. Die ist hier eigentlich auch schon voll, also das Gesundlevel quasi voll. Ich weiß, das sind so ein paar komische, das sind Begriffe, die stehen in keinem Lehrbuch, das ist mir schon klar. Aber ich habe das so ein bisschen in meinen eigenen Jargon auch irgendwie im Laufe der Zeit entwickelt. Und man sehe es mir nach, wenn ich da halt nicht unbedingt irgendwie allen Lehrbüchern von der Grammatik da halt nachplappere. So, und hier oben eben das, was ich vorhin beschrieben habe, diese Wirkungsumkehr auf der Oberseite, die halt auch, die könnte jetzt natürlich als Übertreibung dann kommen, 550 und dann wahrscheinlich erstmal Ende. Ne? Und deswegen würde ich jetzt hier nicht unbedingt dranbleiben, nochmal reingehen, da ist es schon, fast, weil das vom Risiko nicht mehr gut überschaubar ist. Außer wir bauen uns jetzt einen Squeeze. Das kann man sich dann hier mal genauer nochmal angucken im M2, wo mir gerade irgendwie das Prix Add-on fehlt, wie ich gerade sehe. Da sieht man es immer so ein bisschen besser. Mal gespannt, ob er das jetzt wirklich am Stück macht. Ich habe, wie ich vorhin gesagt, es kann schon sein, das macht er schon mal, aber in der Regel halt nicht. Ne? Und deswegen finde ich das jetzt hier auch erstmal wichtig zu sehen, wie der M15, das ist der jetzt da oben, wie der jetzt dicht macht. Oh, hier steht eine falsche Zahl. Der ist irgendwie irgendwann mal stehen geblieben, wie ich gerade sehe. Okay, sollte man mal resetten. Schon ein bisschen länger her. Okay. So, 550. Da ist auch das Kassa-Gap. Und spätestens hier ist dann irgendwie alles erledigt, was irgendwie in der Viertelstunde dann auch erledigt werden kann für meine Begriffe. So, das Level hier, das sind immer solche Überbleibsel, die ich immer mal drin lasse. Eine Zeit lang, um zu sehen, ob das noch irgendeine Relevanz hat, aber die dann natürlich dann auch früher oder später wieder rausfliegen. So, das heißt, wir laufen jetzt hier genau gegen die Wirkungsumkehr
im H1, nur im Future und hier oben eben der Kassaschluss von gestern. Das heißt, hier könnte der nochmal rückwärts gehen. Ist aber jetzt erstmal eine Vermutung. Ich tue mir schwer damit, mich hier jetzt gegen den Trend zu stellen oder gegen den Impuls zu stellen. Das kann schnell in die Hose gehen. Deswegen, auch wenn ich sage, der könnte jetzt hier nochmal irgendwie rückwärts laufen, reicht nicht, um zu sagen, ja, ich mache mal hier jetzt irgendwie Short auf. Sondern würde das eher umgekehrt machen. Wenn der hier zurückläuft, würde ich gucken, wo ich da unten nochmal long reinkomme. Das wäre mir wesentlich sympathischer. Platziere mich auch mal hier, stelle mich mal da unten auf. Nochmal bei der 500 beziehungsweise knapp drunter. Und dann mal sehen, ob wir da halt noch ein bisschen was kriegen oder ob der jetzt wirklich dann abhaut. Wenn er abhaut, dann ist es eben so, ist dann auch okay. Ne? Das sind dann natürlich genau die Trades, wo man nachher sagen kann, boah, den hätte ich ja auch drin lassen können. Warum habe ich den nicht drin gelassen? Wären es 200 Punkte gewesen? Ja, egal. Spielt einfach keine Rolle, weil ihr wisst, wie es ist. Murphy's Law. Genau dann, wenn man es drin lässt, kommt er zurück und kickt einen unten raus und läuft dann erst wieder weiter. Ne? Das ist ja irgendwie Standard. Und deswegen, das ist so dieses Hätte-Fahrrad-Kette-Murphy-Prinzip, was ja irgendwie nicht wirklich weiterhilft. So, 15.45 Uhr haben wir aber nichts, ne, an News, sondern die Jolts, spricht man das echt so aus, werden ja erst um 16 Uhr kommen die raus. Ja, auf jeden Fall richtig erkannt, La Sartoria M15 ist grün. Hier eigentlich auch meistens recht interessant, wenn also so ein Framing gedreht wurde, wobei ich wäre in der ersten Handelsstunde immer so ein bisschen vorsichtig. Das dann halt eben auch der Punkt, wo es gedreht wurde, oft dann eben auch wieder als Support dient. Kann man hier mal markieren. Das ist natürlich irgendwie die Linie hier an einer völlig falschen Stelle, aber beziehungsweise ein bisschen der Anfang stimmt so natürlich nicht, aber ich mache das mal kurz. Wir haben ja Zeit, auch wenn er jetzt irgendwie da oben wegrennt, dann rennt er eben weg. So, aber das ist natürlich gemeint, ne? Geht jetzt echt nach oben durch, der Drecksack. So, also für die, die erst später dazugekommen sind, hier nur der Hinweis, das ist hier nicht jetzt irgendwie mal nach Zahlen oder so, aber der erste Trade ist super sauber ins Ziel gelaufen mit 86 Punkten. Und deswegen gucke ich mir den zweiten jetzt hier genau an und im Zweifelsfalle gibt es keinen zweiten. Also das wäre halt das Level, was ich gerade gemeint habe. Lassen wir das mal so stehen. Gucken wir mal, ob wir da wieder hinkommen. So hier, der Gap Close halt einfach. Das ist klar. Ja, hier kann man jetzt natürlich, klar sehe ich ja halt auch, also wenn ich jetzt zum Beispiel hier auf den Daily gehe, ne, das ist ja hier auch genau meine Knautschzone im Daily hier, ne, die 595. Kann man natürlich auch aufrunden auf 600. Dieser Bereich eben als Zone, als Range, die halt schon immer wieder angelaufen werden sollte, die auch ursprünglich mal als Support dienen sollte, aber hier ne, auch nur gestern drin gebremst hat, soweit okay. Ne? Ob man das jetzt irgendwie dann in der ersten Viertelstunde dann halt handeln muss, steht natürlich immer auf dem anderen Blatt. Habe ich im Blick. Was ich vor allen Dingen aber auch im Blick habe, ist hier die 382. Die heute im Live-Chart ja dann auch irgendwann grün geworden ist und jetzt 200 Punkte ja eben auch schon drüber steht. Das heißt, meine Tendenz ist ja auch generell unverändert. Und aber wie ich ja auch ganz am Anfang gesagt habe, das Ziel ist jetzt hier nicht, eine Swing-Position aufzumachen, die bis heute Abend steht, sondern das Ziel ist es, hier 40, 50 Punkte rauszuschneiden. Und wenn es sich jetzt ergibt, noch mit einem zweiten Trade, mache ich den sehr gerne. Und wenn es sich nicht ergibt, dann freue ich mich über das positive Ergebnis, was es bis jetzt eben hat. So, dann gucke ich nochmal hier durch. Ja, Multitasking, ciao. Ne? Genau, ich weiß nicht mehr, wo der Faden hin ist. Schreibt hier Dubai Capital. Was sagst du zu DAX Short an der Wirkungsumkehr vom Tagestief gestern? What? Haben wir da eine Wirkungsumkehr? Umkehr, ja, da haben wir doch, ne, ich kann ja mal irgendwie kurz rüber, soll ich den DAX mal irgendwie kurz machen? Sollen wir da mal drauf gucken? Ich lasse die Order hier mal, beziehungsweise lege die jetzt hier einfach mal hin auf 530, beziehungsweise 529. Das wäre dann auch genau dieses Level hier nochmal, also, ja, ich lasse die da mal liegen.
Zumal ja hier auch, ne, so ein Peak High ist und es würde schon passen. So, kann man gucken. Also, auch wenn es Live-Trading ist, hätte mich mal interessiert, wie man die 433 heute im DAX hätte handeln sollen. Gute Frage, nächste Frage. 433, wo stehen wir denn? Also, DAX habe ich vorhin irgendwie auch mal kurz, ne, einen versenkt, wie man hier sieht, und einer ist schön gelaufen. Aber weil der ist ja gar nicht so gelaufen, wie ich das eigentlich vermutet hätte. Ich habe ja gesagt, der DAX hat schon irgendwie heute Schweinkram gemacht und es ist dem Weekly geschuldet. Also da ist dann halt eher meine Antwort gar nicht. Kommt vor, ne? Was soll ich da jetzt irgendwie sagen, so und so? Und irgendwie dann halt hier den ne, Klugscheißer da halt irgendwie raushängen lassen. Das will ich nicht, sondern da sage ich eher, ja gut, gar nicht. Ne? Passiert. Das war dann halt einfach falsch vermutet. So, was ist mit den Rohstoffen? Gut, Silber habe ich jetzt nicht auf dem Schirm. Die Extension von den Framings sind aber doch Fibos. Ja, genau, Ansgar. Dubai, nächste Fibo, was? 610. So, was war jetzt noch? Moment, wo war das mit dem DAX-Short an der Wirkungsumkehr vom Tagestief gestern? Wo stehen wir denn? Das müsste ja hier gewesen sein. Da ist das Tagestief von gestern. Ne? Ja, also kann man schon machen. Ne? Aber ne, das ist ja der Punkt hier. Also DAX ist irgendwie gerade mal 20 Punkte drüber. Das ist jetzt erstmal völlig im Rahmen. Trotzdem, aber hier schon so ein bisschen irgendwie nicht so. Also der DAX, ich finde den heute schon sehr speziell. Ne? Ganz ehrlich. Also er hat mal einmal komplett irgendwie runtergeschlenkert und dann irgendwie jetzt nochmal komplett rauf hier über das Tagestief von gestern. Das heißt also, vom Daily betrachtet, versucht man dieses jetzt einfach nochmal zu kaufen, sodass das halt am Ende ein Dip gewesen ist. Aber normalerweise, ja, hat die zu reagieren, hat sie ja auch irgendwie 10 Punkte hier, ne? Und kann auch immer noch irgendwie, kann es auch immer noch machen. Kann mal gucken, was drückt denn hier? Nicht, dass wir hier irgendwie abgefischt werden. Nee, so, das heißt, die drückt ja schon noch hier, ne? Und ein paar Punkte kann die uns auch noch liefern, aber die Frage ist, bis wohin? Weil, dass man die kaufen will, sieht man ja hier schon im kleinen Timeframe ja auch. Ne? Also man will wohl irgendwie das Ding in einen Dip verwandeln. Guckt euch mal die Tageskerze im DAX an. Da meine ich ja auch, ne? Also ich hab aber auch gestern ja schon beschrieben, dass es das echt kompliziert werden kann und mit relativ vielen Alternativen. Und ich weiß gar nicht, welche davon jetzt irgendwie aufgegangen ist, aber ich habe das schon so ein bisschen vermutet, dass der anstrengend werden wird. Und aber auch jetzt stehen wir hier, ne, jetzt wieder an dem Tagestief. Das heißt, man versucht das zu kaufen, so dass hier könnte man als Dip stehen lassen, der im Weekly auch seinen Sinn macht. Und hier unten muss jetzt nicht unbedingt noch mal was nachkommen. Da muss kein neues Tief kommen. Der könnte jetzt hier schon irgendwie eindrehen. Da war das hier diese typische, ich nenne es mal Schweinerei. Und der Markt kann trotzdem nach oben wegdrehen. Ne? Kann schon sein. Also generell hatte ich ja diese Bewegung auch mal auf dem Schirm, aber die ist wahrscheinlich zu tief. Ich glaube jetzt nicht, dass wir die heute nochmal da ohne weiteres kriegen. Das heißt, man versucht ja, das hier in Dip zu verwandeln. Und deswegen ist es jetzt auch legitim, dass der eben nicht so heftig dann hier reagiert am Vortagestief. Also vielleicht DAX einfach erstmal Finger weg, ist, glaube ich, nicht so die schlechteste Idee meines Erachtens. Ne? Wie gesagt, ich habe ja halt auch, sieht man ja, ne, heute Morgen irgendwie einen versenkten, einen dann halt irgendwie nochmal hinbekommen. Und von daher auch von meiner Seite, aus meiner Sicht, nicht wirklich so einfach zu machen. So, also, jetzt gucken wir mal, wie die Stunde hier jetzt dann ausgeht. Ob wir den nochmal bekommen oder eben nicht. Also ist einmal hier über dieses Cluster drüber. Ja, das könnte natürlich jetzt sein, also ich habe ja vorhin gesagt, ne, ich glaube schon, dass wir da nochmal einen ordentlichen Schwung nach oben oder dass die halt schon noch irgendwie deutlich nach oben drückt. Ich hoffe, das war es jetzt nicht schon, weil wir haben diese Hochs hier jetzt schon rausgenommen. Also im Future, das waren die Tageshochs. Also hat hier schon mal eben ein neues Tageshoch mal abgeliefert und hat damit eigentlich schon irgendwie ein bisschen zu viel gemacht in der ersten Stunde, sodass die zweite jetzt auch wieder anstrengender werden könnte. Gucken hier vom Framing, wie das jetzt gleich aussieht. Aber ich glaube nicht, dass man da jetzt irgendwie nochmal gut reinkommt. Mal gucken, also hier einen Abpraller sollten wir schon kriegen an der 529, an der 530, falls er jetzt da hinkommt. Jetzt kriegen wir dann auch die News, die ich zwar jetzt nicht so irgendwie wahnsinnig überbewerten würde, aber ganz außer Acht lassen sollte man sie vielleicht auch nicht. Das heißt,
die könnten schon hier nochmal irgendwie reinstechen, bis in den Bereich also zwischen 530 und 470. Das wären dann natürlich schon wieder irgendwie 60 Punkte Luft irgendwie dazwischen. Ein kleinerer Timeframe, verrät uns der irgendwas? Ne? Auch nicht so wirklich, außer wir haben hier das Frame, also ne, erste halbe Stunde nicht überbewerten. Ne? Eigentlich kommt immer eher so ein bisschen die Klarheit oft erst in der erst nach 16 Uhr. Und das heißt, wenn der das jetzt hier wieder umdreht, ne, also hier erstmal Short, dann nach Rot gedreht, dann nach Long, und wenn er es jetzt wieder nach Rot dreht, dann ist wahrscheinlich irgendwie Geschiebe angesagt, erstmal wieder. Was der Dow ja auch leider sehr, sehr, sehr gerne macht. Ne? Irgendwie halt im M15, da halt irgendwie stundenlang irgendwie auf der Stelle treten, um dann abends um 21:30 Uhr Gas zu geben. Ne? Und das will man ja nicht wirklich. So, mal gucken. Also, ja, ich merke, ne, ich habe so ein bisschen ungünstig motivierten Drang, hier noch unbedingt einen Trade zu machen, aber ich glaube, ich lasse das, ehrlich gesagt. Ne? Wenn der jetzt hier direkt runtergekommen wäre auf die 529, also von hier an, ne, im M15, ich hoffe, man weiß, was ich meine, ne, hier vom M15 direkt darunter, ohne jetzt ein neues Hoch zu machen, dann hätte ich den gemacht, um dann halt hier einfach nochmal einen zweiten Schub zu kriegen. Jetzt haben wir aber hier schon ein neues Tageshoch gemacht. Da kann man natürlich sagen, ja, aber der Trend ist doch dann auch etabliert, ne? Ist er, ja, klar. Aber der ist aber etabliert mit einer Stundenkerze, die hier irgendwie 200 Punkte lang ist. Und ich habe keine Lust, irgendwie hier 200 Punkte Stop irgendwie setzen zu müssen. Da stehe ich irgendwie nicht so wirklich drauf. Dann würde ich jetzt lieber gucken, also entweder nachdem 16 Uhr vorbei ist und in der Hoffnung, dass jetzt nicht die News doch irgendwie ein bisschen spektakulärer reinkommen, als ich das gerne hätte. Und dann halt eben gucken, dass man vielleicht irgendwo dann zum Beispiel ein Squeeze Framing halt erwischt. Was ist ein Squeeze Framing? Das, was ich schon ein paar Mal auch gezeigt habe, wenn sich der Markt in einer kleinen Zeiteinheit, wie zum Beispiel M5, der jetzt nicht unbedingt, ich bin da eher, eigentlich eher ein Freund vom M2, wenn der sich dann in Außenstäben dann nach oben hangelt. Ne? Das Ganze in Verbindung zum Beispiel auch einfach wiederum mit einem SMA20, und dann sieht man, wie das drückt und wie dann die Außenstäbe dann immer wieder gekauft werden. Und da will ich mich dann eher dran hängen, auch wenn das dann bedeutet, dass ich irgendwie 10 Punkte unterm Tageshoch dann zuschlagen muss, macht aber nichts. Ja? Wenn ich aber sehe, wir haben dann wirklich so ein Algo oder Laufen, der irgendwie den Markt hindrückt, wohin auch immer, ist das irgendwie dran trotzdem sicherer, als irgendwie nur zu vermuten, ja, der könnte jetzt dies, könnte jetzt das, wenn ich auf der anderen Seite ja sehe, dann läuft ja so ein automatisiertes Ding, das sich an bestimmte Grenzen hält, und wenn ich die Grenzen erkenne, kann ich mich ja damit dranhängen. Und man weiß ja nicht, wo dieser Tag endet. Was ist, wenn wir, nur mal als Beispiel, ja, kann ja sein, dass wir auf 39.000 laufen, und dann fängt das zwar, dann ist es zwar irgendwie mühsam, so den Anfang zu kriegen, aber wenn so ein Ding aber sowas macht, ja, und dann halt ein paar hundert Punkte raufschiebt, dann sieht das zwar am Anfang irgendwie komisch aus und sieht dann irgendwie aus so nach irgendwie FOMO, ne? Also irgendwie reinspringen in den Trend, ist es aber eigentlich nicht, wenn man das an solchen Kriterien festmachen kann. Ne? Gut, ich gucke jetzt mal ganz schnell noch irgendwie, wie jetzt die Stunde endet und wie die News da reinkommen. Lass den mal hier kurz weg, leg die Nummer sicherheitshalber hier unten am Point of Control, werden wir zwar wahrscheinlich nicht sehen, aber ich will es jetzt auch nicht riskieren. Ich habe also diese Art von News, die handle ich normalerweise nicht, da habe ich nicht so wirklich viel Erfahrung mit, wie die sich in der Regel verhalten, aber man sieht ja eigentlich schon anhand vom Orderbuch, da passiert ja nichts, ja. Da irgendwie bei NFPs oder CPIs, VPIs, da wäre das Orderbuch schon längst leer. Ne? Hier wird jetzt hier so ein bisschen dünner, wie man gerade sieht, aber auch nicht leer. Und deswegen wird die Bewegung wohl eher nicht so heftig ausfallen. So, jetzt habe ich den Satz beendet. Wolfgang, jetzt knallst 300 Punkte in irgendeine Richtung. Pass auf. Aber es sieht schon ein bisschen komisch aus hier. Ne? So irgendwie von der Sortierung. Ja, okay, ein bisschen rauf. Doch ein bisschen mehr als gedacht. Hätte ich jetzt nicht vermutet, dass wir so heftig überhaupt reagieren. Aber okay.
So, was jetzt? Habe ich jetzt hier Verbindungsstress? Ah, nee, okay, jetzt geht noch. So, hier würde ich eher sogar noch schrotten. Aber ich mache jetzt erstmal, also von hier runter irgendwie auf die 530, halte ich für plausibel. Wer es unbedingt machen will, ist keine Empfehlung, kann man probieren. Ich will jetzt nur aber das Webinar dicht machen. Aus dem Grund einfach, ne, Ende der Liquidität, hier ein Gap, ja, und da oben ist nichts mehr. Dazu kommt der R1 und würde mich wundern, wenn der jetzt einfach so weiter da oben wegläuft, ja. Und der wird sich jetzt wohl eher nochmal hier unten die Liquidität in irgendeiner Form suchen. Und dann, wenn wir erst wieder bei der 575 stehen, als Beispiel hier, wo der Kassaschluss ist, von dort ist es auch nicht mehr weit, eben dann nochmal den Schlenker nach unten zu machen auf die 529, die ich gerade beschrieben habe. Aber das hier oben rauslaufen, eher nicht. Eher nicht, kann man irgendwie noch eine Minute warten, dann sehen wir es ja, wie er dann damit umgeht. Aber glaube ich nicht dran. Gucken wir eben kurz. Aber wie gesagt, ich wollte jetzt nicht irgendwie auf Biegen und Brechen nochmal irgendwie einen Trade aufmachen, auch wenn der jetzt hier tatsächlich noch irgendwie gut gewesen wäre. Aber ist okay. Ist okay. Passt. 30 Sekunden, gucken wir uns noch an, ob die wirklich in Grün überhaupt endet oder ob die nicht direkt runterzieht. Hier 2 Minuten. Aber wer dann eben long war, der hat natürlich dann da oben, falls er dann halt irgendwie den Trail auch irgendwie am Start hatte, also einer von den automatisierten Trails, der hat dann zumindest einen netten Exit bekommen. Aber das hier wird, das Loch hier, ich weiß nicht, haben wir das im Future auch, habe ich jetzt gar nicht geguckt, aber wenn das im Future auch ist, das werden wir relativ schnell dicht machen, das wird dann so nicht stehen bleiben. Gut, okay, also wir müssen es ja auch nicht unnötig in die Länge ziehen. Ist ja irgendwie, glaube ich, ganz nett gewesen, nur ein bisschen schnell fertig. Ich wollte aber jetzt nicht nach 8 Minuten das Live-Trading, die Live-Trading-Stream beenden. Aber manchmal ist es ja auch irgendwie richtig und wichtig, nichts zu tun. Ne? Gut, okay. Kommentare, kam jetzt irgendwie nichts großartig Neues dazu. Ja, okay, hier bei Gute Webinar, tue ich auch noch, gucke ich auch nochmal drüber. Gap Close Short, ja, ne, habe ich ja vorhin was dazu gesagt, Lutz, ne? Zu Gap Close Short. Gegen den Impuls nicht gut. Stell ich das mal vor, wir hätten das gemacht. Das wäre 100 Punkte Loss gewesen. Keine gute Idee, ne? Nicht 100, aber fast 100 Punkte Loss, ne? Und lieber dann halt irgendwie sowas abwarten wie jetzt gerade. Also, ne? Man sieht es ja im Hintergrund noch. Der drückt nochmal runter und da kommt man schon noch irgendwie besser rein in den Markt. Und die Tendenz, wenn er sich jetzt so hält, der darf in den Rest des Tages und dann gehen wir wahrscheinlich dann auch irgendwie long da oben raus oder halt mit dem Doji, was auch noch okay wäre. Und weil die Woche hat ja noch ein paar Tage und wir haben ja auch noch ein weiteres Live-Trading, nämlich am Freitag mit den NFPs. Gut, so, dann sage ich mal ganz herzlich Dankeschön. Bitte abonniert den Kanal, ja, holt euch den StairTrader und das, was ich hier gemacht habe, immer ganz wichtig ja auch zu erwähnen, also dieses Mappen vom Future auf CFD und so weiter, das geht meines Wissens tatsächlich nur mit einem Konto bei FXLED. Wer ein Konto bei FXLED aufmachen möchte, darf er hier mal ein bisschen Werbung machen, findet das immer unten verlinkt in der Videobeschreibung. Dort ist der Link drin zu FXLED. Und wer das macht, ja, ich kriege dann auch tatsächlich, für eine Pizza reicht es manchmal, was da rauskommt. FXLED ist da nicht so großzügig. Aber darum geht es ja auch nicht. Ihr sollt euch ja den StairTrader holen. Und da ist FXLED ja natürlich ein ganz, ganz wichtiger Partner und Anbieter. Schon irgendwie ganz viele Jahre machen wir das zusammen. Und das würde mich natürlich freuen. Also wer sich dafür interessiert, auch hier, wie gesagt, für die Software und für den Broker, unten ist der Link. Für wen das halt neu ist, natürlich sehr, 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 sehr gerne. Ne? Und ich gucke hier die ganze Zeit, ihr seht es, wo ich mit dem Auge hingucke, auf den Dow, der wirklich den Short jetzt wunderbar, auch den gedachten Short irgendwie gerade ganz wunderbar nach unten auflöst. Aber okay. Ne? Was, FXLED getisst? Nein, gar nicht, überhaupt nicht. Das liegt ja auch daran, ich mache ja echt so gut wie keine Werbung, weil ich das auch immer so ein bisschen... Wie soll ich sagen? Also für FXLED mache ich natürlich sehr gerne Werbung. Ich erwähne es aber zu selten. Ich will das aber auch irgendwie nicht irgendwie, ich will mich ja da nicht anbiedern, so irgendwie bei euch oder so. Ne? Und auch was den StairTrader angeht, ich finde so, wenn man für sich selber oder für eigene Produkte Werbung macht, das ist immer so,
kommt ganz schnell der Fremdschämenfaktor und da bin ich irgendwie nicht so gut da drin. Aber von daher, ich darf es trotzdem mal erwähnen, FX Flat bin ja nicht ich, sondern das ist ja der Veranstalter, Präsentator von den Livestreams hier, beziehungsweise vom Live-Trading, NFP-Trading und natürlich eben der Anbieter vom Stereo Trader unter anderem und natürlich auch ein sehr guter, sehr zuverlässiger Broker mit einem erstklassigen Support, das darf auch mal erwähnt werden. Und da zeichnet der Wolfgang für verantwortlich, der jetzt auch sehr gern das letzte Wort hat, bevor ich hier noch ganz viel unnötiges Zeug rede. Also Wolfgang, du hast das letzte Wort. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns heute Abend wieder im Live-Guide gegen 22:30, 23 Uhr, wo ich dann den Markt für morgen bespreche. Und ansonsten hier bei FX Flat diesen Freitag zu den NFPs 14:15 Uhr. So, ich sage danke, tschüss. Wolfgang, du darfst. Ja, danke dir. Also wenn ich jetzt mein Gesicht sehen würde, ich bin richtig rot geworden bei deinen vielen lobenden Worten über FX Flat und den Support. Danke dafür. Ja, ich kann dem eigentlich nur zustimmen. Ansonsten, ja, wünsche ich allen Teilnehmern viel Erfolg beim Traden und wie gesagt, wenn Fragen sind zum Stereo Trader, immer raus damit. Wir helfen gerne weiter. Dann schönen Tag noch und viel Erfolg. Alles Gute. Ciao, ciao.